Hallo, willkommen zum neuen Wano Replay. So, ich spiele gar nicht mehr so viel Wano im Moment, weil ist ja noch in der Entwicklung das Spiel und tatsächlich mir fehlt so ein bisschen die Deckvielfalt und die Kartenvielfalt derzeit. Aber ich habe mich jetzt spontan einfach dazu entschlossen, heute Abend eine Runde zu machen. Ein bisschen 3 gegen 3 gemacht innerhalb des Discords. Sind, glaube ich, auch alles ganz gute Spieler. Und ja, einfach mal spontan so ein Ding gemacht. Und vor allem habe ich jetzt, ich habe ja letztens das Panzerdeck hauptsächlich gespielt, ne, bei den anderen Replays. Und kann euch jetzt hier ein Infanterie-Deck bieten. Ich glaube, ja, auf der anderen Seite. Genau, das wäre so die Idee im Moment. Was ich beim Aufbau nie so ganz verstehe, nee, war doch richtig rum, oder? Genau, hier ist mein Sektor in der Mitte. Weil ich beim Aufbau nie verstehe, warum die Leute das so fancy machen. Also mir geht das so: Jäger, hingeklatscht, Startknopf, fertig. Ich habe immer noch nicht verstanden, warum die das alle so fancy machen. Ich bräuchte wirklich nur 10 Sekunden für die Aufstellung, nicht weil ich besonders schlau wäre, sondern einfach weil, also ich tue dem nicht so viel Bedeutung beimessen, wie die meisten Spieler das machen, glaube ich. Und ich stelle dann hier eine Einheit hin, da eine Einheit, dann kriegt jede Einheit ihren Befehl, wo sie hingehen soll. Und am Schluss ist das einfach nur ein Wirrl-Dürrl, ja, weil an der Front müsst ihr eh wieder alles umstellen. Also mich macht sowas ganz kirre. Ich will den Leuten ja nicht, ich will ja nicht abreden, dass das vielleicht auch einen Vorteil haben kann, wenn man das mehr im Design macht, als ich das mache mit Blob fertig. Aber ich glaube tatsächlich, dass das manchmal ein bisschen übertrieben wird. Also wenn so eine Aufstellungsphase 2, 3 Minuten dauert, das finde ich schon übertrieben. Hier vorne eine schöne Öffnung mit diesem neuen Fallschirmjäger, Command, der ist dann direkt im Sektor. Nachteil der Aktion ist natürlich, dass wir wissen, dass dann Fallschirmjäger Command ist. Aber es ist da, glaube ich, auch nicht so schlimm. So, vom Plan her, ich gehe in die Mitte, deswegen habe ich auch mein DDR-Deck, so das Einzige, was ich noch hatte. Mir war es eigentlich egal, wo ich hingehe. Und mache dann den Infanteriekampf. Die Herausforderung bei dem Infanteriekampf in der Mitte ist, wenn die hier ihre Panzer verteilen auf dieser Seite und die Seiten auf der Seite, die Panzerfights auf diese Distanzen, die kann ich nicht gut kämpfen. Also meine Panzer werden einfach zerlegt von den gegnerischen Panzern. DDR-Panzer sind unglaublich scheiße, das kann man nicht anders sagen. Man braucht wirklich ganz kurze Distanzen dafür, DDR-Panzer, das hier nicht gegeben. Also das ist ein riesen Albtraum mit Panzern. Aber wenn ich schaffe, hier einen Infanterieknubbel und da einen Infanterieknubbel und hier, also drei Lanes, ja, als ob man LOL spielen würde, wenn ich schaffen werde, in jede dieser Lane einen Infanterieknubbel reinzubringen und bevorzugt in der Mitte welche mit Raketenwerfern, aber zumindest irgendwo diese Mette des Raketenwerfer-Infanteristen, dann kann ich tatsächlich die Panzer auch gut bekämpfen, die da sind, weil da werden keine Super Heavies wahrscheinlich sein. Weil Super Heavy, der wird hier vorne in so kleinen Ecken sein, der kriegt ein Cluster ab und sofort tot. DDR haben die besten Clusterbomber. Und wenn das halt kleinere Panzer sind, können die von den Mettes geknackt werden. Ne? Von daher die drei Lanes mit Infanterie voll machen und dann Raketen verteilen. Und wenn der Panzer so dick wird, ein Cluster drauf. Das ist eigentlich, also ist überhaupt nicht fancy, ja. Spielt da einfach LOL im Prinzip mit das Minion. So, genau, deswegen auch die Aufstellung da unten, ne? Die Jäger, ich habe die nur ein bisschen sortiert, damit ich den her finde, aber sind eigentlich nur, einfach nur hingeklatscht. Und das sind die Mettes-Dinger. Die schießen 1,8 Kilometer, möchte ich sagen, mit 18 AP. Ich weiß es nicht mehr genau. Scout-Helikopter, ganz, ganz wichtig. Also ich bin ein Riesenfreund von der Scout-Helikopter-Öffnung. Einfach, damit ihr halt seht, was wann wie wo steht. Ne? Gerade wenn ihr die Lanes gleich verteilt, also wenn der Scout-Helikopter die aufdeckt, die Leute, die da kommen, dann kann ich entscheiden, welche der Lane ich wie bestücke, mit welchen Leuten und wie viele Leute ich da drauf packe. So, das ist eigentlich alles. Also, mehr ist das nicht. Und der Jarhead hier vorne, der ist übrigens bei der Bundeswehr. Der kennt sich wohl mit dem Krempel ein bisschen aus. Wenn ich mich richtig in Erinnerung habe. Aber mal ganz was anderes. Der hatte gesagt, dass er mitten in die Mitte helfen will. Von da gehe ich davon aus, dass wenn ich angreife, auch Support habe. In jedem Fall hat er gesagt, dass er ein Command für mich kauft hier vorne, was mir einfach mehr Punkte für einen Push gibt. Also mein Ansatz war, wie gesagt, das sieht nicht fancy aus, ja, es ist ja nur Infanterie ein Typ hingeklatscht. Aber es ist halt eine ganze Menge und wenn der Gegner nicht aufpasst, kann das halt wehtun. Ich habe links zwei Schilkas gebaut, weil das da wirklich gecountert durch Bomber und Helikopter. Das heißt, die Schilkas müssen kommen, ne? Da habe ich jetzt nicht gespart und das hilft mir halt dabei. Das ist viel besser, als wenn er einen Trupp mitgeschickt hätte. Also, ne, dadurch, dass ich kein Command kaufen muss, kann ich jetzt Druck ausüben da oben. Wow, wo fährt der denn hin? Der ist am Sektor vorbeigefahren. Ich vermute mal, der wollte noch Delta damit, weil der einen Punkt mehr hat als Charlie. Das kann man tatsächlich machen und vielleicht auch zwei kaufen können. Das ist die Eagle. Ich habe am Anfang gedacht, das wäre keine Eagle, sondern ein Raven, weil die unsichtbar waren, gekreist ist. Eine Eagle kreisen zu lassen ist sehr ungewöhnlich. Das ist das gute Stück. Und jetzt decke ich da hinten halt auf und das Erste, was ich sehe, ich habe sogar, glaube ich, identifiziert, dass da ein Komment drin war. Also irgendwie, ich glaube, ich wusste, dass ein Komment drin war. Frag mich nicht. Ich glaube, ich habe es gesehen, dass es angezeigt wurde mit Identifikation. Oder weil er jetzt ausgestiegen ist in der Sekunde. In jedem Fall wussten wir, dass der Komment da war und deswegen holt jetzt auch mein Mitspieler direkt einen HE-Bomber, weil da vorne ja keine Flugabwehr ist. Obwohl da die Eagle in der Luft ist, ist tatsächlich Flugabwehr dabei. Ich habe aber meine Flugabwehr hier unten deswegen ausgehabt wie Schilka, ne? Weil ich halt gedacht habe, es wäre eine Raven. Ja, aber wenn jetzt der Bomber kommt, dann sollte die Eagle die eigentlich den contesten können. So, meine Jäger sind jetzt hier vorne. Einen habe ich durchgeschickt, mich zu viel riskieren. Ich wollte nur das Haus schnell rein.
Und ist aufgedeckt, schießt sogar, oder was? Hat geschossen. Ja, und jetzt habe ich halt hier, das ist der Eagle, ich schieße den Scout-Helikopter ab. Meine Flugabwehr ist leider noch nicht da, ist zu weit weg und wir haben keinen Abfangjäger. Schießt in jede Richtung, das hat sich wohl gelohnt. Und jetzt kommt in diese Lücke von der Eagle, weil den Hubschrauber abgeknallt hat, kommt jetzt die HE-Bombe von meinem Mitspieler. Und das tut natürlich jetzt weh. Bam. Hat aber überlebt mit einem Lebenspunkt, stabil diese falschen Jäger. So, und jetzt habe ich hier die Lanes voll gemacht. Und ich habe tatsächlich gesagt, dass ich meine Mettes einen habe ich in die Mitte bekommen, dass ich den drei hier vorne bekomme. Also mal zur Erinnerung, die Jungs, die schießen halt wirklich eine Rakete zur Seite ab. Das heißt, wenn da jetzt Panzer auftauchen, dann kann ich hier mit den Mettes abschießen, statt eben mit einer Panzer. Die meisten Panzer haben sowieso keine in dieser Preisklasse, keine gute Kanone. Der hat zum Beispiel 15 AP, die Rakete hat 18. So, der deckt jetzt einfach alle auf, weil die jetzt da drauf schießen, sehe ich die gesamte Armee und kann halt jetzt hier ransneaken. Und jetzt kommen hier die ersten Raketen. Daneben. Und da ist ein A-10. Ja, und das ist halt jetzt Panzerkampf. Ich verliere einen Lebenspunkt und er verliert ein Fahrzeug. Das ist wirklich eine ganz traumhafte Geschichte. Hier ist die andere Infanterie. Da muss man jetzt ein bisschen aufpassen, dass man hier nicht Feuer austauscht, weil die ignorieren dann die Panzer. Ihr müsst dann rechtsklicken. Das mache ich jetzt hier auch auf die Panzer, weil sonst hätten die Feuer den sich abknallen lassen. Also der Rechtsklick ist ultra wichtig, damit ihr hier vorne dann mit Panzerschrecks eben hier rausballert. Und dann explodieren alle Leos gleichzeitig. Ja? Der hat nur Schaden genommen. Das war, glaube ich, eine Mettes-Rakete, genau. Also der wurde jetzt von den Mettes-Raketen hier unten gesniped, die wurden von den APGs hier vorne gesniped und das war dann die Panzerarmee, könnte man sagen. Die A-10-Bombe, wie so eine Atombombe sieht die halt immer aus, die ist hinter mir eingeschlagen, wahrscheinlich weil ich mich auch ein Stück weit bewegt habe nach vorne. Und damit ist die Front jetzt eigentlich fast entschieden und hier die Panzer, die werden alle hier gesniped von den Mettes. Wenn das eigene Panzer gewesen wäre, dann garantiere ich euch, wären die jetzt tot gewesen. Die sind so scheiße, die DDR-Panzer, da könnt ihr wirklich nichts mit tun. So, jetzt kommen hier leider Pioniere rein. Die, ich glaube, gegen den Rocket Launcher, diese Handflammenpatrone, da könnt ihr nicht viel gegen machen. Da bin ich noch nicht zu 100% sicher. Ich habe jetzt gemerkt, wieder mal, dass wenn ihr. Hier fliegen wir mal meinen Leuten durch. Dann kann ich Verstärkung hier abfangen. Wenn ihr hingeht, das ist nicht meiner. Wenn ihr weggeht, dann schießt ihr mit den Hauptwaffen und die können nicht mit ihrer Sekundärwaffe schießen. Ich weiß aber nicht, ob das bei der Waffe gilt. Die könnte die einzige Ausnahme von der Regel sein. Bei anderen Pionieren geht das, gerade wenn sie Satchels dabei haben und so. Ja, weil sonst Pioniere halt die Hardcounter sind zu euren regulären Infanteristen. So, das ist noch ein Mattes Dude. Auf dem Transporter leider, aber hey. Also jeder von denen ist halt auch 15 Punkte wert, also snipe die ruhig weg. Da habe ich keine Skrupel. So, aus irgendeinem Grund hier von einem Fireteam reingekommen. Ich bin nicht ganz sicher, was das Fireteam hier wollte. Aber ich habe direkt mal einen Jäger geschickt, um die auszuschalten. Und wie gesagt, die gehen jetzt hier vorne hin. Ziel bei denen ist, die Verstärkung abzufangen, die über die Straße kommen. Ja, die Pioniere konnte ich nicht besiegen, jetzt bin ich ganz zurückgegangen. Ich hätte sicher nicht die opfern wollen. Wenn die jetzt hier meinen Mettes beschießen wollen, habe ich natürlich gleich eine Schilka. Also den Mettes, den, ich glaube, dass sie den ein bisschen den Herrn Janke unterschätzen. Also erstmal schießt er auf die und dann schießt halt eine Schilka hier vorne. Also dass er seine Pioniere jetzt hier raus opfert, um den zu holen, ist sehr riskant. Ich könnte mir vorstellen, und jetzt die Cobra auch nochmal, die steht da glaube ich ganz gut. Ich könnte mir vorstellen, dass er gedacht hat, dass das so ein Konkurstrupp oder so wäre. Er hat noch ausgelöscht, ne? Das hat sich ja schon gelohnt, aber dafür verliert er jetzt seinen Pioniervorteil. Also mit denen hätte er halt den Wald clearen können und diese Mettes sind halt meine einzigen Mettes, die ich habe, diese vier. Und die drei noch leben, die halt hier die Panzerkämpfe für mich gewinnen. Also ich mit denen, die ausschalten, wäre besser gewesen, als jetzt hier dieses Risiko einzugehen. Ja, und jetzt kommen sie jetzt hier vorne. Und ich glaube halt, wie gesagt, wenn ihr das richtig kitet, ne, dann müsste ich jetzt nicht hinlaufen, sondern weglaufen. Man steht halt pro Treffer drei Mann, dabei war tot. Wenn ihr das richtig macht, könntet ihr das, glaube ich, den auch entkommen. Bei dem bin ich, wie gesagt, nicht 100% sicher. Bei den anderen Pionieren geht es auf jeden Fall, aber er traut sich auch nicht rein. So, der Kampf läuft weiter. Der eine Fallschirmjäger war vielleicht doch ein bisschen wenig für die vier Fireteams. Ich glaube, ich habe nur eins gesehen, sonst wäre ich da nicht hingegangen. Also vier waren dann doch was viel. So, hier vorne stehe ich jetzt. In Verstärkung kommen ist Essig, also das hinter den Linien auch aufteilen. Das kann dann sehr teuer für ihn werden unter Umständen. Und hier kommen natürlich unsere, ne? AT-Helikopter. Ich wollte die Pioniere aus dem Wald holen. Ich wusste zu dem Zeitpunkt, glaube ich, nichts von den einen gepaart hier vorne. Aber ich bin auch viel zu aggressiv. Also ich habe zu lange nicht mehr gespielt. Man muss da eine Flugabwehr warten. Die müssen eigentlich hier vorne stehen. Also einfach die Fireteams, ne? Der ist okay. Aber der ist zu aggressiv. Der muss eigentlich hier vorne stehen. So, da vorne kommt jetzt der Hinterhalt. Da fahren jetzt drei Leos. Da sind irgendwo Fallschirmjäger. Bam, Hinterhalt. Schießen noch direkt zurück. Eventuell, ob beide nebeneinander stellen können, aber der eine macht schon seinen Job. Also wahrscheinlich hätten beide nebeneinander auch funktioniert. Aber ihr seht ja, der eine Fallschirmjäger, der macht das schon. Weil hier wartet dann eine Bombe und dann hält er für sicher, wenn er tot ist, dann kann der nächste die nächste Kolonne aufhalten. Ne? Und der ist ja gut dabei. Also der hat jetzt gleich drei Leos besiegt. Ja? Die kosten hier mit 80 Punkten schon Vermögen. Ja, da kommt jetzt gerade eine A-10 mit richtig höher in der Luft.
Da kommt der Rest des Konvois. Genau, die sind jetzt gleich fertig mit dem vielleicht. Und ja, jetzt ist da die zweite Reihe. Irgendwo da war ein zweiter, könnte ich meinen. Wo hat er nicht die APG abgefeuert? What the hell? War die leer gewesen? hä? Achso, nee, das war Nachschub, deswegen. Ich habe Nachschub jetzt erobert. Er schießt jetzt seinen eigenen Nachschub ab. Aber ist ja okay, ne? Der Nachschub hier sind auch wieder 40 Punkte. Das läppert sich ja. Also hätte ich den Leo vernichtet, wäre der Nachschub nicht durchgefahren. So, egal. Das ist auf jeden Fall das. Jetzt geht's hier vorne weiter. Hier ist immer noch dieser Kampf am Laufen. Ich glaube, ich habe den Heli verloren, weil ich den dumm gesteuert habe. Mir wird jetzt hier geholfen anscheinend. Der Maxi ist auch hier. Der hat hier nur eine Defense aufgestellt. Macht jetzt hier auch so ein bisschen mit, obwohl er eigentlich nur jetzt hier vorne was hinstellt. Also nicht wirklich in dem Sektor. Da ist mein Seedflieger. Ich hatte die noch im Deck gehabt. Frag mich nicht warum, ehrlich gesagt weiß ich es nicht. Ich bin auch der Meinung, das Seed sich nicht lohnt. Aber der eine Part ist jetzt tot und den anderen hier, den bin ich auch gerade am Jagen. Und habe es natürlich auch dem Team dann angesagt. Da kommt der Vardar jetzt langsam ran. Das ist ja zwei Leute hier in der Mitte offensichtlich auch. Also genau. Infanterie-Spam, Giles springt auch ein bisschen rein. Die motorisierten Schützen, die sind richtig gut, da kann man nicht viel falsch machen mit. Da ist ein A-10. Schießt jemand eine Rakete auf dich oder das sah gerade so komisch aus? Das sind halt Monster, ne? Die sind wirklich gepanzert, die Teile. Die kreist er jetzt für einen Einsatz. Die muss man tatsächlich teilweise auch kreisen lassen, damit die in Einsatz fliegen kann. Das ist nicht unwichtig. So, nächster Angriff geht dann gleich los. Hier die gehören dem Jarhead. Der hat das dann geklärt für mich, den Wald. Sehr schön. Ich habe vergessen, einen Nachschub zu kaufen. Den kommt bei mir super spät. Ich habe einfach zu lange nicht mehr gespielt. BMP-3. Kein Freund davon, den hier einzusetzen, weil einfach die Kampfdistanzen würde nicht stimmen. Aber der Panzer ist gut hier vorne. Also mit dem kann man sicher arbeiten. Gut, der jetzt nicht. Der ist tot. Also war nicht meiner. Ja, war gegen Leo. Aber er schießt sich mit einer Mattes zurück, ne? Glaube ich. Das ist der BMP-3. Tatsächlich funktioniert der jetzt hier auf Long Range. Aber das Ding ist halt, wie gesagt, normalerweise tun Panzer den besiegen. Ne? Also der muss die outrangen, damit er den Kampf führen kann und deswegen auch verloren. Tatsächlich haben wir jetzt, glaube ich, haben wir irgendein Fahrzeug vernichtet? Wir haben, glaube ich, nur zwei Fahrzeuge verloren. Aber die Mattes-Rakete kommt. Sie kommt! Und daneben. Und da ist auch noch ein HA-Panzer. Genau. So, ich habe jetzt meine Verstärkungen sind da. Ich schiebe den Krempel jetzt einfach nach vorne, ja. Einfach nach vorne und ich habe mal die guten HE-Bomber. Weil wir haben jetzt das, was wir eigentlich wollen. Die sind jetzt hier vorne eingeengt in diesem kleinen Dreieck. Und ich weiß sogar, wo der HE ist. Also ich muss einfach nur, HA ist, ich muss eigentlich jetzt nur anfangen. Hier Panzerwinkel, den kann ich erreichen von da. Ich muss ja nur Bomben jetzt draufschmeißen, das ist das Spiel vorbei. Ne? Das sind jetzt hier ein All-In einfach. So, da vorne kommt nochmal ein Seed-Flugzeug. Einfach dafür sorgen, dass wirklich gar keine Luftabwehr mehr da. Sie haben jetzt, glaube ich, alle beide Rolands ausgeschaltet damit. Da kommt jetzt eine HE-Bombe rein. Wie gesagt, die stehen hier alle aufeinander. Ne? Das war wieder die Mattes-Rakete aus dem Busch hier vorne. Und da ist dieser dicke Panzer. Man sieht schon mal einen Ping hier vorne. Da geht jetzt gleich einfach ein Cluster drauf. Und so simpel ist das. Also, ja, einfach all in, fertig. Ganz normale Motorschutz, nichts fancy hier. Die gehörten nicht mehr da vorne. Pionier gegen Pionier. Da kommt Verstärkung. Alle schieben jetzt rein, aber sobald ihr anfangt reinzuschieben, wenn ihr an so einer Stelle hier steht, kriegt ihr halt die ganzen Bomben ab, ne? Und dann tut es halt einfach weh. So, und jetzt haben wir hier all in. Ich habe einfach hab das so gemacht und dann Q Richtung rechts. So war das. Schläge das an, die müsste ich eigentlich ausmachen, wenn da ein Ding ist. Vielleicht habe ich es nicht gesehen. Nein! Loop. So, da ist der Clusterbomber. Wollalala. War das meiner? Bin irgendwie wieder abgedreht. Okay, dachte ich wäre dahin geflogen. Kampfhelikopter, ein bisschen zu aggressiv reingegangen. Obwohl, nee, ich glaube, das war sogar okay, weil ich hatte angesagt, dass sie keine Flugabwehr mehr hatten. Das ist der Clusterbomber, genau. Clusterbomber über die gesamte Armee. Weg ist der super teure Panzer. Genau, alles ausgelöscht. Ja, genau, ich hatte nämlich angesagt, jetzt ist das okay, wenn der Max das macht, dass keine Flugabwehr mehr hier war, ne? Und von da kann er mit dem Helikopter tatsächlich hier super aufräumen, das ist eine schöne Sache. Genau, und jetzt einfach hier wirklich nur rechts all in und jetzt kommen hier diese ganzen Bomber. Also für 230 finde ich die einfach zu teuer, ehrlich gesagt, weil die viel zu langsam sind. Da sieht zwar episch aus mit der Bombe, aber... Moment. Links. Das sieht ganz episch aus mit der Bombe, die sind auch gepanzert. Aber so richtig lohnen tun sich für das Geld einfach nicht, weil die auch zu langsam sind, ne? Da war die Apokalypse.
Bam, bam, bam. Oh nein, oh nein. Und tot. Da ist ein Flügel. Ohne flügt sich schlecht. So, okay. Und im besten Fall haben sie halt Infanteristen bekommen, weil ich ja nicht blobbe, also zwei oder so, ne? Weil hier sind zwei, da sind zwei. Das sieht zwar dicht aus, aber eine Bombe würde niemals alle vier da treffen, zum Beispiel. Und das läuft man hier einfach durch, und dann ist die Sache eigentlich gegessen. Die Billigpanzer habe ich hinterhergezogen, wenn ihr mal guckt. Ich habe tatsächlich die Infanterie vorgelassen und hat sie gleichzeitig holen lassen. Das ist einfach nur Feuersupport. Die kann einfach sowas hier perfekt töten, damit die nicht so lange aufgehalten werden. Also es hat da keine große Bedeutung. Ja, und damit ist die Schlacht eigentlich hier vorbei. Wir können jetzt einfach mal auf der Luftwaffe ein bisschen gucken. Das ist mein Zielflieger wieder. Ich weiß nicht, warum der noch drin ist. Ah, der hat noch seine Zielraketen. Der hat R2R gespielt. Also es ist keine Flugabwehr mehr. Die ist alles tot inzwischen. Oh, da hat jemand im G auf mich gefeuert. Tot. Danke für Verstärkung. So, währenddessen auf der rechten Seite. Da ist ein Vardar-Pink. Das heißt, die wollen wahrscheinlich jetzt eine neue Front hier rechts aufmachen. Ja, die rechte Seite ist ein bisschen leer. Er sieht hier rechts nichts. Also hier müsste eigentlich immer ein Scout irgendwo stehen in diesem Bereich. Also der macht das ganz gut. Ist jetzt ein bisschen übertrieben mit zwei, ja? Oder drei, wenn er sogar voll. Aber hier müsste man immer was stehen haben. Also die etwas besseren Spieler sogar hier. Beim Fischi sieht man das ganz oft. Der ist ja ganz gut. Der stellt teilweise sogar einen leeren Transporter einfach an solche Flanken. Ja, weil die ganz wenig kosten. Das kann man sicher machen. Also da müsst ihr auf jeden Fall was stehen, ne? Also hier dürft ihr nicht auf sein. Das ist immer ganz wichtig. Auf der linken Seite zum Beispiel ist das hier schön gemacht, ne? Das zu, könnte man sagen. Das ist wieder eine Raven. Ja, die haben halt zu viel Luftwaffe gespielt aus meiner Sicht und auch viel Support, ne? Die gepanzerten Bomber mit einem kleinen Bombeneffekt und die Ravens. Also ich glaube, ich weiß nicht, was eine waren, zwei Ravens. Also es ist doch eine ganze Menge Luftsupport und dann war die Eagle für 300, glaube ich, ne, am Anfang. Das ist eine richtig große Luftwaffe und ich habe zum Beispiel meine Luftwaffe erst geholt, als der Panzer da war. Das heißt, als die Bionenarmee schon groß war und reingegangen ist und dann auch nur für den besonderen Fall. Ne? Und das macht schon einen Unterschied, wenn man dann gegenüberlaufen möchte. Achso, ich laufe jetzt weiter hier durch, das ist glaube ich nicht so spannend. Ne? Also die clearen jetzt einfach hier alles raus. Hier sind die Jungs mit dem Flash. Also ich glaube, dass man die kiten kann. Also diese Motorschützen hier vorne, die sollten eigentlich mit denen fertig werden können. Oder kommen ganz, ganz viele Leute, der will wohl wieder in seinen Wald. Die Frage, wo die aussteigen lässt. Wir fahren mal mit bei der Kolonne. Diesmal ist kein Nachschub drin, sondern wirklich Truppen. Ist ausgestiegen. Feiglinge! Fahrt doch an die Front! Okay. So geht das natürlich nicht, dann habe ich jetzt ein Problem. Die Karl-Jungs. 45 Punkte kosten die. 6-Mann-Truppen. Dann T-80, der schießt tatsächlich jetzt raus und snipet die alle. Man sollte die immer verkaufen. Der hat die wahrscheinlich nicht auf Auto verkauft. Die meisten Spieler machen das nicht, weil auch die guten Leute empfehlen zum Teil es nicht zu machen. Ich bin kein guter Spieler und ich sage euch, verkauft die immer. Weil ich habe jetzt in dem Spiel jetzt allein schon 4 oder 5 Transporter gesehen, die gesniped wurden, die unnötig waren. Und wenn die Dinger hier vorne platzen, dann die ihre eigenen Infanteristen. Also, ja genau, hier vorne hat man es, ich habe es jetzt leider nicht gesehen, aber diese Flash-Jungs sollten normalerweise die locker besiegen. Aber dadurch, dass ich eben von denen davon gelaufen bin, wahrscheinlich bleibt man nicht in Flamme lange noch stehen, habe ich dieses Engagement gewonnen. Also die haben jetzt hier Manpower verloren und ich ganz wenig. Ne? Und der ist noch nicht mal, der hat nur einen Mann verloren und der tatsächlich gar keinen. Und die hier vorne sind fast Half-Life geworden beide. Und die sind eigentlich die Konter zu denen. Also ihr müsst die dann ein bisschen kiten und das scheint zu funktionieren. Ich habe noch nicht so viel Erfahrung mit, weil ich auch nicht so viel spiele, aber in dem Spiel habe ich es ein paar Mal mit verschiedenen gemacht, Pionieren. Und ich habe alle Pionierkämpfe, glaube ich, für mich entscheiden können, bis auf den einen gegen die Mettis. So, weiter geht's. Genau, die planen jetzt hier irgendeine. Also das ist so ein typischer Setup, den man oft sieht. Ne? Hier vorne sind über diese ganzen Raketenpanzer, vielleicht sogar ein Raketeninfanterist irgendwo, hier Fireteams, genau. Ne? Das heißt, die stehen da und hier auch ganz viele Fireteams und die warten darauf, dass irgendwie einer rauskommt und sich snipen lässt. Ne? Und in der Regel ist das so, dass die ultra teuer sind, die Teile, und niemals ihre Funktion erfüllen, weil einfach keiner rauskommt und sich snipen lässt. Das ist normalerweise tote Masse, die da steht, wenn die so im Umfang steht. In dem Falle kann es also sein, weil die Argument haben, dass sie jetzt hier wirklich angesammelt wurde, um anzugreifen. Aber ich sehe auch häufig, dass sie so da steht und einfach nur hofft, dass einer kommt. Ja, so episch, ich schieße 10 Raketen auf einen Gegner, nach dem Motto. Also ich würde immer nur Fronten, die ihr... Also wenn der Gegner wirklich über so eine Front kommt, könnt ihr immer noch Truppen kaufen oder von der Front, wo wirklich gekämpft wird, abziehen. Also meine Philosophie ist, wenn ihr Einheiten habt, kämpft damit. Lasst die nicht stehen und hofft, dass jemand kommt. Ne? Das ist so, ne, wo es mir immer rumgeht. So, jetzt kommt hier auch die Rakete. Tatsächlich, hier klappt die Raketensache, aber es ist nur ein Mettis. Das ist schon eine andere Geschichte, der tut halt zwei Funktionen erfüllen. Ist jetzt wirklich zu Fuß dahin laufen? Okay. Der ist an der Kirche.
schießt dauernd daneben. Also sehr ungewöhnlich, dass man Grenadiere übers offene Feld laufen lässt für sowas. Wenn man das macht, würde man das vorher smoken, weil, also, die armen Schweine, ne? Also erst sind sowieso keine 10-Mann-Teams, die sterben sofort. Also ich bin nicht ganz sicher, wer diesen Angriff befohlen hat, aber so ganz rational scheint mir das nicht zu sein, was die Jungs da machen. Die können doch keinen Feuersupport wirklich geben, also das bisschen, was da hinten rausschießt mit den Mardern, ich weiß halt nicht. Also den einen kriegen sie vielleicht, aber dafür sind ja alle Infanterie, die brauchen den Waldstadtkampf nachher. Also dieser Angriff überzeugt mich nicht, die hätten zumindest, sagen wir mal, das smoken sollen und auch das. Also hätten sie zwei der Stellungen, es sind ja drei Stellungen da, da und da, ne? Und zwei der drei Stellungen hätten sie smoken sollen. Dann wäre das vielleicht nochmal eine andere Geschichte. Da vorne ist nichts in der Seite durch. Ja, so wie gesagt, hier vorne ist eigentlich ein bisschen vorbei. Ich habe jetzt hier die ganzen, es sieht nach mehr aus, als es ist. Und das sind einfach nur diese Billigstrelers. Die kosten 15er Stück und alle sagen, die sind scheiße. Aber wenn ihr die halt im 10er-Pack kauft und da eine Raven vor drüber fliegt, ist sie auch tot. Können wir uns vielleicht gleich angucken, ich weiß nicht, ob wir sie gemacht haben. Nein! Ich habe die Schilker angelassen, nicht nur. Raus. Ich hätte immer wieder an und ausgemacht, aber ich war, ich habe es ja gar nicht gesehen. Ich habe einen ATGM-Flieger reingeschickt und ich hatte vorher noch Erinnerungen, wo ich noch ein bisschen aktiver das gemacht habe, dass die scheiße waren. Und nachdem man die geschossen hat, bin ich immer noch der Meinung, dass sie schlecht sind. Ich muss sie aus dem Deck rausnehmen. So, hier vorne geht der Angriff immer noch weiter. Jetzt hat er hier diese ganzen Marder stehen. Hat jetzt diesmal eine andere Position sogar gebracht, aber jetzt deckt halt keiner mehr die Infanteristen auf. Das heißt, jetzt kommen nur noch Raketen rausgeflogen. Ja, der Infanterieblock, es war einfach keine kritische Masse. Su 25. Tornado. Der Tornado ist tatsächlich die Antwort darauf. Der hat einen Zisch da. Dogfight. Da ist ein Dogfight gegen die Tornado. Das war er vielleicht, schwer zu sagen. Ne, der ist da noch, die kreisen noch ein bisschen. Wow, wie hast du die Mirakete ausgeschleust? Dreh doch bei! Also hier ist halt Agility jetzt wichtig, wenn du mit Rakete ausschleust. Und ich glaube, der Tornado schneidet extrem viel besser ab. Also er hat jetzt, glaube ich, drei Raketen ausgeschleust, der Tornado. Hast du überhaupt noch eine Rakete? Du hast aber noch Raketen. Ah, jetzt fliegt er auf ihn zu. Ist das erste Mal, dass er schießen kann. Schieß doch! Was ist dein Problem? Er hat Air-to-Air-Missile, er schießt nicht! Ups, verklickt, Entschuldigung. Jetzt schießt er. Okay, es ist der Tornado aber, glaube ich, an der Schilker gestorben. Vielleicht wird er bei dem Dogfight lieber geblieben. Aber ich habe beim Dogfight gesehen, dass der Tornado Raketen ausgeschleust hat und der andere nicht, obwohl er noch Langstreckenraketen hatte. Ich weiß nicht genau, was das Problem war. Vielleicht war es keine FMF-Rakete und der hatte nicht genug Zeit im Visier, um die auszuschleusen. So, hier vorne kommt mein Panzervorstoß. Das nur hier zu opfern hier. Ne? Das ist so meine Panzerkolonne. Die habe ich einfach, man sieht es ja kaum. Ich habe die einfach reingeschickt. Mir war schon klar, dass da Leute auf mich warten. Es war mir tatsächlich scheißegal. Ich hatte die Jungs über gehabt, wir waren ja am Gewinn zu dem Zeitpunkt. Deswegen habe ich gesagt, schickt jetzt einfach hier rein. Das sind alles Billigpanzer, die sind wirklich der letzte Rotz, die Teile. Aber die machen tatsächlich einen Schaden pro Treffer. Und selbst den Abrams kriegt er dann tot, weil wenn sechs Panzer jeweils einmal schießen auf den Abrams, ist er dann trotzdem tot, egal wie gepanzert er ist. Ne? Und daher habe ich jetzt zwei kleine verloren, noch nicht mal nur einen verloren und den großen kaputt gemacht. Es geht tatsächlich, ne? Ist jetzt nicht unbedingt der perfekte Setup, das räume ich ein. Aber es war mir, wie gesagt, völlig gleichgültig. Ich schicke die jetzt einfach alle hier rein, alle all in. So, aber jetzt zu der Front. Die sind hier vorne durch den Wald rausgekommen, haben jetzt ihren Komment hier draufgepackt, hier vorne. Und machen jetzt den Push, haben den weiter verstärkt. Jetzt haben sie auch neue Infanteristen mitgebracht. Fahren die mit den Bradleys rein. Ich finde, dass die Bradleys viel zu teuer sind für diese Aufgabe. Der Helikopter. Da muss ich mal gucken, ich bin ein großer Freund davon, mit den Raketen zu warten, bis die aussteigen. Sonst sind die Raketenpots alle. Und den Bradley hat man nur beschädigt und die Infanterie kann man dann nicht mehr töten. Also häufig ist es wirklich so, dass ihr besser beraten seid, zu warten, bis die Infanterie aussteigt, bevor die Rocketpots abfeuert. Hängt vom Transporter ab, aber beim Bradley würde ich die Raketenpot nicht entleeren. Ne? Das ist ja häufig, lohnt sich das nicht. So, die holen sich jetzt langsam hier die Stadt, haben den Sektor halbiert, aber man hat es vielleicht nicht gesehen. Ich bin hier vorne, laufe ich gerade hier vorne durch und clear alles. So. Genau, hier sind einfach die ganzen Motorschützen von ganz am Anfang hier. Die räumen jetzt hier ein bisschen auf. Oh, die fahren leider hier raus. Das ist so schade. Hätte ich mich hier nicht aufgedeckt, hätte ich die snipen können mit dem einen. So schade. Da rollen die Leos. Bam. Halt. Puff.
Aber so einen Panzer in der Fahrt zu sehen und zu schießen zu sehen, das hat schon irgendwas Anmutiges. Vielleicht auch, weil es unnatürlich aussieht. Aber es ist auf jeden Fall, also einen fahrenden Panzer, wenn er dann schießt, das sieht halt ganz interessant aus. Moderne Panzer vor allem. Oh, da sneakt jemand durch. Ja, was meiner. Hä? Moment, wo bin ich? Genau. Achso, das war jetzt einfach, wie gesagt, der All-In hier vorne. Ne? Das war mir egal. Ich wollte den Kommentar einfach ärgern. So, aber hier ist die Front. Also, sie haben jetzt unseren Sektor hier neutralisiert. Hier vorne ist noch ein Helikopter, ein Kampfhelikopter, der die ganze Zeit da reinballert. Die haben offensichtlich die Flugabwehr hier ein bisschen zu wenig gehabt. Da ist ein Stinger. Der hat noch 4 Raketen. Der hätte auch gerne ein Zweiter sein können. Und hier schießt er auch. Jetzt wird es wehtun. Oh, bam. Stunt. Also, ein zweiter Stinger wäre sicher nicht schlecht gewesen. Kann er nicht mehr schießen. So, aber noch irgendwelche Dogfights. So, hier vorne, wie gesagt, mein Blob, der geht jetzt einfach auf den Sektor zu. Ne? Ich schleiche da einfach durch den ganzen Wald. Die Infanterie sind jetzt alle tot. Da kommt jetzt die Panzerkolonne reingefahren. Die löscht jetzt meine Armee aus. Der nicht mehr, aber der Rest vielleicht. Da sind hier 80. Bam, Thunderbolt in der Aktion. Schlickerfeuer. Nein, der ist überlebt. Genau, also der hat hier eigentlich eine schöne Flanke gemacht, um die alle aufzuhalten, die Einheiten von mir. Aber am Schluss ist tatsächlich so, dass das Insektor natürlich nicht wiederholt, aber es verteidigt den einen ein bisschen. Theoretisch, weil mein Komment gerade, also mein Typ hier gerade durchläuft. Das heißt, wenn man die Front nicht komplett zuhört. Ne? So, hier vorne sind sie immer noch in dem Sektor drin. Da wird ein Helikopter abgeknallt. Dinger. Das wird jetzt gleich krachen. Der lädt relativ schnell lange nach. Oh, die Truppen sind tot. Hast du gerade im kreisenden Rocket Pod auf den abgefeuert? Das war so ein bisschen Kunstfliegen, oder? Ach ne, der lebt noch. Aber es sah so aus, als ob. Oh, nicht in diese schöne Stadt. Okay. So, ja, das ist eigentlich die Geschichte. Ja, wie gesagt, da vorne sneaken wir durch und links. Ich weiß gar nicht, wie links überhaupt Krieg geführt haben, die beiden. Der ist aber nah ran. Mein letzter Stand der Dinge war mit diesen Waldkämpfen, dass man zu häufig gestunt wird, wenn man halt in Small Arms Fire kommt. Scheint ja bisher nicht der Fall zu sein. Tot. Nice. Thunderbolt, der will bestimmt Helikopter snipen. A-10. Da vorne ist die kleine Kanone, die Gatling. Ich guck gerade auf die Kanone. Ich will nur die Kanone schießen sehen. Doch nicht. Oh, du brennst. Ich glaube, ich hätte mein Zielflugzeug zwischendurch als Jäger benutzt und auch mein Multirole, das eigentlich ein Bomber ist. Was wird das jetzt? Fliegst du einfach zurück oder kommst du nochmal wieder? Das ist der Pilot. Ich finde es das gut, dass die jetzt endlich Soldaten da reingesetzt haben. Bei Wargame war das ja gerade bei dem anderen Fahrzeug, da waren ja gar keine Leute drin. Der Helikopter war, glaube ich, leer oder was das war. Ne? Das sah auf jeden Fall sehr unnatürlich aus. Panzerkolonne. Guck doch mal, ob ich ein paar Flugzeuge einfange. Da war die Eagle. Da, Clusterbomber. Da, Pillsitzer. Tornado. Ich hatte mal einen Tornado-Pilot, so einen Waffensystemoffizier, wie sich das nannte. Hätte ihn damals immer mal ordentlich ausfragen müssen, glaube ich, warum die zwei Mann dann drin haben und manche das eben auch mit einem Mann machen. Ob das einfach an der Steuerung des Tornado liegt oder ob das wirklich irgendwie einen Vorteil gibt. Oh, das ist ein Selbstmordkommando, ich erinnere mich noch. Gott, sehr hässlich, der Vogel. Dann lieber ein Tornado. Aber die Bombe ist raus. Hä, der ist echt überlebt. Nee, die Bombe ist nicht raus. Der hat dich gebombt. Okay, dann nicht. Ich sage, ich bin Noob, ich habe lange nicht mehr gespielt. So, hier vorne, ich bin ganz leicht beim Gegner durchgelaufen mit der Infanterie, weil die einfach vergessen haben oder aufgehört haben, da zu versorgen. Hat sich keiner für verantwortlich gefühlt. Und entsprechend holen wir uns jetzt den Komment. Oh, ein schöner Hügel. Idyllisch, oder? Grün und alles, wie im Urlaub. Knallt auch ein bisschen. Hier unten ist jemand Barbecue am Feiern wahrscheinlich. Lass mal zurückgehen. Hübsch. Da würde ich mir auch eine Decke zum Picknick hinsetzen. Nice. Der Napalmgeruch da, oder was das ist, oder dieser Geruch vom Brand ist wahrscheinlich nicht so gut. Oh, bam, ist hier der Hinterhalt. Ist Hinterhalt! Hinterhalt! Wo schießt der schnell? Also die motorisierten Schützen, die machen wirklich recht schnell den Hinterhalt, ne?
Der hat jetzt wirklich alle vier abgeknallt in der Vorbeifahrt. Also es ist schon so eine APG hier, ja. Er hat fünf APG-Schüsse abgegeben, vier Transporter vernichtet und ein Command. Also so schnell wie der feuert, das macht er da keinem was vor. Okay, so, das war auf jeden Fall die Geschichte. Ich suche immer noch Flugzeuge. Nein, der Tornado ist weg. Also, das verpasst die Szene. Oh, schade. So, da ist die Igel. Ob das immer noch die... Ups, hey, was ist da los? Ob das immer noch die Igel vom Anfang ist? Der den Hubschrauber haben. Kannst du nochmal Dogfighten? Der hat jetzt wirklich seine AIM-9M abgefeuert, also die Langstreckenrakete, um den Hubschrauber anzusnipen. Nee, ist sie gar nicht. Der hat die tatsächlich auf dem anderen Ding. Das war die Kurzstreckenrakete. Die Langstreckenrakete kann er nicht für den Hubschrauber verwenden. Jetzt ist noch mal eine. Das heißt, also in einem Anflug macht er immer eine Kurzstreckenrakete und ein bisschen MG-Feuer. Ja, wir haben keine Flugabwehr offensichtlich. Der kreist über unserem Luftraum zur Erinnerung. Also er hat hier Spaß und snipet jetzt einfach die Kampfhubschrauber. Da steht allerdings jetzt eine Schilka. Ich glaube, der kreist jetzt ein bisschen viel. Und ihr am besten nochmal zurückfliegen. Nein, der wollte wahrscheinlich da gerade was abknallen. Okay. Ja, das war die Runde, also nichts Weltbewegendes, ne? Aber ich dachte mal, ich habe schon lange nicht mehr Wano wirklich als Spiel gezeigt. Und das war die einzige Runde, die ich jetzt, glaube ich, diese Woche gemacht habe. Oder in den letzten Wochen, glaube ich sogar. Ich habe ein bisschen inaktiv, wie gesagt. Ich warte jetzt auf die beiden, auf das Patch-Dingy. Da kommt jetzt Fallschirmjäger-Deck von Russland und ist das Amerika, das andere? Also so Airborne-Deck. Obwohl ich auch von gerade den Airborne-Sachen, ich bei Wargame nie ein großer Freund war. Es kommt wohl noch eine neue 4 gegen 4 Map, habe ich mir sagen lassen. Das ist dann schon eher ein Ding. Also neue Decks und eine 4 gegen 4 Map. Der nächste Patch könnte auf jeden Fall wieder ein bisschen Pep reinbringen. Aber klar, es ist noch Early Access, ne? Von daher ist das jetzt auch nicht hier. Muss man immer wieder mal Pausen einlegen, die entwickeln lassen, glaube ich mal. So, das war's. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Freude dabei. Ich bin weg. Ciao, ciao.